Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Dawn's Paradox. Wir gucken mal in Kapitel 2 rein, der Ursprung. Das sieht hier alles sehr, sehr Da Vinci-mäßig aus. Also nicht, dass die Mona Lisa da sowieso hängt, aber auch so von dem ganzen technischen Schnickschnack her und so. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Oh, ich werde so nicht lange sitzen bleiben können, kann ich euch jetzt schon sagen, aber gucken wir mal. Alrighty, hier ist die Schriftrolle. Mehr zu haben hindert dich nicht daran, mehr und mehr zu wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das als Story irgendwie so ganz cool finde oder ob das so pseudophilosophischer Bullshit ist. Ich bin mir echt noch nicht sicher. Und ja, Prätorianerin, sehr gerne. Vielen Dank fürs Feedback. Gott, ich habe die Mona Lisa kaputt gemacht. Oh no. Nicht. Nichts davon? Okay. Sag. Da ist auf jeden Fall einer von zwei Edelsteinen. Also, das Ding kommt dann safe hier hin, würde ich behaupten, ne? Okay. Klar. Bleibt aber noch die Frage, wo ist der rote Edelstein? Den habe ich bislang noch nicht gesehen. Sehen auch nach wie vor nicht. What? Das Ding ist riesig. Der Edelstein ist im Kaffee. Es könnte ja wirklich sein. Er ist halt legit im Kaffee. Ich dachte, ich hätte auf die Kanne draufgeklickt, aber scheinbar nicht. Oder nicht richtig. Was für ein Unfug. Alrighty, ein 16. geschafft. Na, mit dem Bonuslevel eher ein 18. Hier liegt schon mal der offensichtlichste Edelstein der Welt und eine Kurbel mit einem roten Nupsi, deswegen kommen die wahrscheinlich nicht daran, sondern eher daran. Und ich nehme den Schraubendreher mit und mache mal hier auf. Kann ich die Notenblätter mitnehmen? Okay, suddenly Edelstein. So, was verbirgt sich hier? Nicht, aber da müssen wir was einsetzen, vermutlich. Oh, warte. Da waren Farben zu sehen. Das brauche ich gleich nochmal. Weiß, gelb, blau, grün, rot. Ist das lila? Das wird eher lila. Okay. Das sieht schon mal so aus wie auf dem Bild. I guess. Na, da fehlt schon immer noch das Ding in der Mitte. Die Schriftrolle fehlt noch, ne? Fällt mir gerade mal so auf. The heck?
Ah, okay. I don't get it. Wo soll ich denn hin damit? Aber offensichtlich fehlt da auch noch was, ne? Keine Ahnung. Nee, eigentlich wollte ich. Sag mal, wenn das hier ranzoomt, kann ich doch safe irgendwas mit dem Ding machen, oder? Aber wenn ich da draufklicke, springt es sofort hier rüber. Da oben geht auf jeden Fall noch irgendwas. Ah, ist. Okay, warte. Na, man kann es von. Okokay, man. Ja, man. Man kann es so halb sehen, aber ganz ehrlich, wir spielen halt schon einfach Memory, oder? Okay, es geht auch einfach nach System. Ich verstehe. So, das ist der Musikzylinder, den wir gesucht haben. Den packen wir hier rein. Den packen wir hier rein. Dann geht das auf, okay. Dann drehen wir das Rad 18 Grad nach links. Und dann haben wir offenbar fertig georgelt. Dann ist hier die Schriftrolle. Jetzt ist es an der Zeit, diese Welt tief in der Zukunft zu erkunden, in der alle Menschen verschwunden sind. Was? Ich bin verwirrt. Was passiert hier? Ah, okay. Das war dann schon alles. Ich verstehe. Schon ist gut. Immer mal auf. Haben wir alles gefunden? Ja, sehr schön. Das Auge der Zeit. Es tut mir leid, aber ich muss es sagen. Hey, was denn jetzt für ein Auge? Es tut mir leid, es geht einfach nicht anders. Es ist einfach in mein Gehirn eingebrannt. So, was haben wir hier für ein. Ah, okay. Gleich zwei Collectibles auf einmal. Eine Zeit lang waren wir glücklich und wir wurden mit allem versorgt, was wir brauchten. Pass auf der nächsten Schriftrolle steht einfach, nachdem wir wurden mit allem versorgt, was wir brauchten. Aber heute stellen wir uns die Frage, wann bubert's legal? Ich erwarte einfach, dass da so ein riesiger Troll am Ende kommt. Ich kann das. Also, im ersten Kapitel fand ich das irgendwie alles noch so, ja, okay, so mysteriös und vielleicht ganz cool, aber inzwischen ist halt so, ugh, weiß ich halt nicht. Also es ist halt einfach so ein Story-Element, was gefühlt nirgendwo hingeht. Und was auch nicht so richtig von mir möchte, habe ich das Gefühl. Mal gucken. Oh. Ach komm. Das war laut, hauptsächlich.
ist denn das für ein seltsamer Haufen hier? Kann davon auch nichts mitnehmen. Mit dem Griff hier irgendwas machen? Nee. Der Griff könnte wohl hier oben rangehören. Okay. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ach was. Ich weiß immer noch nicht, wo der rote Gem ist, oder? Den blauen und die Schriftrolle hatten wir direkt, aber hatten wir den roten? Ich bin mir unsicher. Wo kommt denn wohl das Mechanismusteil hin? Hier so? Ah, okay. Das ist quasi eine Playstation. Na, fast. Okay. X4, Kreis, Dreieck. Okay, und. Ich hab gehört, dass hier einfach drauf. Ah, okay. Ist das der rote Gem? Nein. Uff. Okay. Ich verstehe. Glaube ich. Ah, shit. Okay, das ist mal eine fancy Tür. Aber es fehlt immer noch. Also ich gehe jetzt nochmal kurz raus, weil wir haben es ja, aber ich habe einfach vergessen, dass ich den roten Gem eingesammelt habe, oder haben wir ihn tatsächlich nicht? Aber wir hatten ihn total. Okay, gut. Ob dieser Kaffee inzwischen auf Trinktemperatur ist? Ich bin skeptisch. Geht so. Ich hatte kurz Panik, dass das wieder so ein furchtbares Spirograph-Element wird. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Gier wieder die Oberhand gewann. Okay. Mehr Mechanismusteile. Okay, das müssen wir wahrscheinlich erst irgendwie verbinden. Brauchen wir ein neues Stück Seil oder so? Muss das so? Ich dachte, ich mache die Soundeffekte noch mal ein bisschen leiser. Dann schreien die zwischendurch nicht ganz so. Alrighty, dann setzen wir dich wohl dahin und dich wohl dahin. Haben aber keine Ahnung, wo wir den Hebel hinstellen müssen. Okay, verstanden. Was geht hier mit dem Schiff und den mechanischen Tentakeln?
Hier ist auf jeden Fall Seil. Dann packen wir das einmal da rein. Okay, wollte eigentlich nur kurz was gucken. Okay. Dann. Okay. Hier die Pfeile rein. What? Ah, okay. Und das muss das Ding treffen? Okay, das ist der Okay, wow, das habe ich halt voll nicht gerallt, dass das der Oktopus sein soll. Das sah voll weird aus. Okay, und jetzt können wir oben ans Schiff. Bra. Was? Ah, ich verstehe. Okay, das ist halt super dämlich. Gut, da hatte ich irgendwie was Komplizierteres erwartet, aber okay. Zum Glück sind es nicht drei Muscheln. Ich keine Ahnung, wie ich die benutze. Gott, es ist Thomas the Dank Engine. Please no, die Tür macht mir Angst. Die wenigen, die es bemerkten, wurden mit Gewalt zum Schweigen gebracht. Das ist natürlich bedauerlich. Kann ich einen Spaten mitnehmen? Danke. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Riecht gut. So, warte. Rot H, Blau X, Grünschraube. Kann ich hier... Nicht. Hey. Warum kann ich denn... Ach so, das ist... Okay. Are you shitting me? Okay. So, und wir müssen... Rot H, Grün X. So rum... Okay, und dann passt es. Das war weird. Okay. Nun. Musste das sein? Ich bin mir halt echt nicht so sicher. Oh, wir können bestimmt die Kohle hier wegschippen, oder? Ach, ich hätte erwartet, dass da noch ein Gem drunter ist. Okay, so, dann schmeißen wir hier mehr Kohle rein. Und dann schmeißen wir das nochmal an. Oh, der dampft. Der Gem, okay. Das gehört ja immer noch nicht drauf, ne?
Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich mit diesem Griff hin soll. Oh, damit kriege ich die Teile hier ab. Aha. So, und dann können wir doch da irgendwie die Antriebswelle reinpacken. Und das dahin. Nice. Und dann haben wir es fast schon. Ich müsste nur das Ding noch irgendwie wegkriegen. Also schön, dass das Lock aufge... Ah, hier ist noch ein Hammer. Okay. Gut. Das hat auch ganz gut funktioniert.